Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier den Fortschritt Z300 und bis 303 heute hier vorstellen. Ich finde es coole Sachen. Natürlich hier handelt es sich hier um ein Update hier von ModHub. Ja, ist auch der hier für die Konsolen hier verfügbar. Finde ich wirklich eine super tolle Sache. Es hat sich hier an den Mod hier schon einiges getan. Ja. Wir sind hier bei den 300er und schauen uns jetzt mal den mal genau an. Der kostet uns 26.500 Euro und ja, Leasing 1.351. 29 km ist er schnell und wir haben jetzt hier ein Tankvolumen von 125 Liter, eine Leistung hier von 90, besser entsprechend hier 66 kW. Wir haben jetzt hier verwahlte Hauptfarben, also in drei Varianten. Einmal hier das, also Blutorange, dann jetzt den in schicken Blau oder jetzt hier in Sinja Grün. So heißt das. Dann haben wir die Möglichkeit hier Design. Ja, das ist jetzt dann hier von den Gewichte. Dann nehmen wir den natürlich in der gleichen Farbe. Dann schauen wir uns jetzt das mal hier an. Also sind wir jetzt hier, haben wir 200 Kilo, 300, 400, 500. Und dann Standard. Also da hat sie jetzt hier getan, dass jetzt hier das dann Retour ist und nicht dann hier, dass hier vorne so gerade bleibt, wie beim letzten Mal. So, dann haben wir als nächstes jetzt hier die Möglichkeit, hier uns also eine Rundumleuchte hier hinzuzufügen. Dann jetzt hier die seitlich die Streben. Dann die Gitter. Oder hier die Streben mit der Rundumleuchte, dann jetzt die Gitter mit der Rundumleuchte oder ohne. Hat sich auch was getan, also sind hier keine Löcher mehr zu sehen. Dann haben wir als nächstes hier Motorisierung, haben wir den 300er. Dann gibt es hier noch den 300D, dann haben wir hier auch seitlich den Schriftzug so her. Dann haben wir 100 PS, entsprechend hier 74 kW. Als nächstes hier die Reifen mit Standard, dann jetzt mit Radgewichte. Dann hier, also wie wir sehen hier, 18-4-34AS 10PR, okay, ich habe mit dieser Variation, kann ich da eigentlich nicht so anfangen, dann gibt es das gleiche noch mit die Radgewichte und dann hier mit die Zwillings-, also Pflegebereifung hinten, wie wir hier sehen und dann wieder Standard. Da ist nicht mehr das mit dem extrem großen Rad da, wo sich das hier dann durchgeht, wo wir mal gesehen haben, das mit der Achse so, also sieht ganz gut aus. Eins, was mir halt auffällt, wir haben jetzt hier überall Gummis drin, wie wir sehen, bei den Fenster. Ja. Außer jetzt die hier vorne her, sehen wir, das ist immer noch, also sieht so aus, als ob da keine Gummis drin sind. Oder ist da kein Fenster drin? Ich weiß es jetzt so her nicht, also optisch sieht es schon aus, ob wir Fenster drin haben. Ja, dann haben wir hier den 303. Sieht auch ganz schick aus. Kostet hier 28.500 Euro und 1.453. Ja, 29 km ist auch schnell. Und wir haben hier 125 Liter Tank, 90 PS an Leistung, entsprechend hier 66 kW. Da haben wir jetzt gleich hier mit dem Design, also hier mit dem Gewicht her, was wir uns hinzufügen können. Und natürlich hier die Hauptfarbe, auch die drei Farben. Haben wir hier vorne, also hier 200 Kilo, 300, 400, 500 Kilo oder hier ohne. Da haben wir auch das ganz schick. Als nächstes jetzt hier genauso, wie wir sehen, hier die Rundumleuchte. Dann hier die Streben, die Gitter. Die Streben mit der Rundumleuchte oder die Gitter mit der Rundumleuchte oder wieder ohne. Das sind wir auch alles hier ganz pipi fein. Dann haben wir jetzt hier den 300er 3. Und nachher gibt es mit den D, haben wir genau die gleiche Motorleistung. Wir haben hier 100 PS, entsprechend hier 74 kW. Und vergessen habe ich also 32 km/h dann schnell. Ja, mit den Reifen haben wir hier das, genau das gleiche, wie wir sehen. Hier Standard. Also Radgewichte, dann hier haben wir den 18.434 alt und dann hier mit die Radgewichte oder jetzt, wie wir sehen, 18.434 AS 10 PR und dann hier mit die Radgewichte, sieht man hier auch, also sind die hier, also wie wir sehen, hier lackiert. Da kann man schauen, ob sich da was ändert, wenn man hier Designfarbe nimmt. Ja, wenn man das Gewichtfarbe hier
vorne nimmt, dann hat man hier auch die Gewichte in entsprechende Farbe. Das finde ich ganz coole Sache natürlich. Man kann die ein bisschen, also sehe ich ein bisschen, also personalisieren. Und dann haben wir jetzt die hier auch wieder hier, wie wir sehen, hier das Ganze hier mit die Zwillingspflegebereifung hinten. So, jetzt sind wir wieder beim Anfang an und ich denke mal, wir schauen uns das gute Stück jetzt auch gleich genauer an. Ja, wir können mit der Maussteuerung für Kran, Frontlader so her, also wie wir sehen, hier die Fenster und die Türen öffnen. Steigen wir jetzt mal ein. So. Gehen wir jetzt mal hier so her mit beiden Maustasten. Wenn ich die runterziehe, dann ziehe ich jetzt hier das Dach runter. Sehen wir hier, finden ist noch offen. Dann ziehen wir das hier zur Seite mit beiden Maustasten gehalten. Dann macht man hier die Fenster wieder zu. Mit der linken Maus natürlich die linke Tür. Dann rüberziehen und mit der rechten Maus genau das gleiche. So. Wir starten mal die Hütte. Oh, hammerschickes Horn. Der Scheinwerfer sieht ein bisschen komisch aus, wenn wir uns den anschauen. Und vielleicht dunkel. Ist vielleicht die Birne mal durchgebrannt, vielleicht. Kann ja sein. Und Umleuchte schalten wir mal ein. So, wir fahren mal bewusst langsamer. Wollen ja nichts kaputt machen. So, dann sehen wir jetzt hier, die Aufnahme sieht ganz, wobei das okay aus. Hier, wie wir sehen, Hitchhiken wird auch ausgeblendet. Wir senken mal das Ganze, heben es nachher an. Schauen wir mal, ist schön Rusentuter. Jetzt fahren wir zu uns ein HW80 rüber. Also hier ist der 300er ist das. 35 km/h soll das schnell sein. Das ist ja der 300D. Da sind wir jetzt hier genau auch. Die Anschlüsse. Nur der Deckel für die Elektrik bleibt immer offen, komischerweise. So, dann schauen wir jetzt hier uns das auch an. Also sieht das auch ganz gut aus. Jetzt natürlich hier unsere Vorderseite. Lüfter läuft schon mal. Irgendwie fehlen, glaube ich, dort. Das sollten, glaube ich, die Einspritzpunkte sein. Die Leitung kann möglich sein. Jetzt hier vorne Attacher passt. Machen wir erstmal das Look wieder mal auf. Achse, da schauen wir uns auch mal an. Ja, könnte ein bisschen mehr Spiel haben, wie man sieht, hier verbaut, bedingt, würde. Nein, geht doch nicht wegen der. Von der Lenkung her ist schon auf Maximum, wie wir sehen. So. Wir fahren jetzt mal rüber. Stellen den einfach mal so hin. Machen wir jetzt eh schon 33 km/h. Ja, Motor starten. So, mit denen machen wir jetzt einfach unseren Lichttest. So, ist normal Licht. Hinten sehen wir, haben wir auch einen Schein. Bremslicht auch ganz gut. Blinker, wie wir sehen. Sieht auch ganz gut aus. Und Umleuchte. Da ist immer hier. Dann hier jetzt hinten mit Nummer 6. Sehen wir, hier haben wir einen Scheinwerfer, ein Kegel. Das ist ganz gut gemacht. Vorne haben wir jetzt also das nichts. Geht jetzt das nur hier so zum Sehen. Dann hier Fernlicht. Ja, funktioniert auch mit der Taste, wie es sein soll.
Also sind wir jetzt hier. So, jetzt schieben wir den mal zurück zu den anderen hin. Und dann schauen wir uns den nächsten natürlich dann an. Aber ich denke mal, ich sollte doch noch vorne den Attacher nochmal schauen. Bevor ich den ja vergesse. Weil oft dann stimmt hier der Punkt nicht, wenn man hier vorne was entfernt hat. Dann ist das, stimmt der Abstand nicht. Aber wir schauen uns jetzt an. Das interessiert mich. Ah, will mal sehen. Ja, es sieht sehr gut aus. Gefällt mir ganz gut. Rauchen tut er gewaltig. Das sieht man auch mit dem Reifenstaub, sieht auch ganz gut aus. Wir machen natürlich jetzt den Lichttest dann noch weiter mit den 300er. Also nicht mit den 300er, den 303. Da haben wir ja hier den. So. Bremslicht. Das ist normal Licht. Können wir sehen. Linker. Können wir sehen, hier funktioniert auch. Jetzt mit hinten mit Numbit 6 natürlich. Vorne, oh, bei denen geht es sogar vorne mit Numbit 5 sogar. Können wir sehen. Sehen wir hier einen Lichtkegel? Da müssen wir jetzt mal hier natürlich gleich nachher zum Tage gehen. Sind wir hier drinnen? Ja, hier drin ist auch alles beleuchtet. Schön animiert. Was jetzt bei denen hier vorne leuchtet, das möchte ich gerne jetzt auch sehen. Also, der hat hier vorne Lampen, hat er montiert. Okay. Nein, da habe ich jetzt nichts gesehen in der Richtung. Jetzt kommt der natürlich hier der Thatcher-Test natürlich. Hier vorne haben wir unsere Einspritzpumpe. Das sollte normalerweise, denke ich mal, Leitungen auch zugehen. Man sieht hier oben diese vier Zapfen. So, sehen wir, aber er hat optisch keinen Bolzen da. Vielleicht kommt das ja noch im nächsten Update. Wäre ja möglich. Wir können uns ja natürlich jetzt gleich noch einen Flug dann holen und schauen nochmal mit dem Flug mal an mit den Attacher. Das wird mich interessieren, ob sich da was tut oder nicht. Nehmen wir jetzt hier den. Das möchte ich gerne wissen. Sehen wir jetzt hier. Passt ja auch. Jetzt kommt unser HW80 natürlich dran. Und jetzt hier unsere Kreislecke. Sehen wir jetzt hier. Passt auch. Senken wir mal das Gerät. Schauen wir mal. Okay, passt. Aber ich habe vergessen einzuschalten. Ja, es ist auch immer ganz cool zu sehen, ob der Motor dann so entsprechend dreht und nachher der Ruß und alles. Aber jetzt möchte ich mal den Flug noch anschauen, weil das ist auch schon mal sehr interessant. Ich habe früher auf den Flug auch genommen, um zu sehen, ja, passt da was oder passt es nicht. Sieht eigentlich soweit das ganz gut aus. Also da fällt mir jetzt nichts auf. So, ja, also passt soweit das. Wir gehen jetzt mal her. Schauen wir jetzt hier die Achse. Ja, sieht auch ganz gut aus. Stellen den jetzt mal rüber. Da will man ja sehen, also jetzt hier der 303, der hat jetzt die hier vorne noch zusätzlich zwei Scheinwerfer, wie der andere leider nicht hat. Jetzt sehen wir auch hier, er hat auch größere Bereifung da vorne jetzt auch mit drauf. Und das wäre jetzt hier dann die Zwillingsbereifung. Das ist auch mal interessant zu schauen, ob die Reifenspuren noch passen. Schwer zu sehen.
wenn so viel schon rumgefangen kommt vor, dass ich da was erkenne. Aber wir schauen jetzt nochmal hier. Ah ja, ganz leicht ist es zu sehen. Man muss ganz genau hinschauen. So, ich steig mal ein. ...32 km/h soll er schnell sein. 32 km/h ist er schnell. Ja, ganz gut gemacht ist vorne der Grill, muss man auch sagen. Also ist keine Textur. Man kann schön durchschauen. Ja. Das war es jetzt eigentlich hier. Natürlich hier von unseren 300er und natürlich hier von unseren Fortschritt. Schauen wir uns hier die Lok mal an. Da sehen wir jetzt hier, die Lok hier ist hier fehlerfrei. Also ich habe hier keine Lokfehler da. Ich hoffe, euch hat natürlich hier das Video gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder mal rein. Würde mich freuen. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.